Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute leider wieder eins über Corona. Oder was das, was jetzt im Augenblick passiert. Gestern dieses Video gedreht über dass für die Hamsterkäufe genug Lebensmittel vorhanden sind. Und war dann. Ich glaube, das war kaum noch ein paar Stunden online. Das bin ich gerade hier am Handy am Testen, am Zusammenbauen. Ich mache da gleich noch ein Video drüber. Das kommt dann morgen, falls es euch interessiert. Kaum war das Video online, kam dann die Durchsage: Shutdown für Deutschland. Wo ich dann so erst dachte, so, das heißt doch nicht Shutdown für Deutschland, das heißt doch eigentlich eher Shut up Deutschland. Weil ich glaube nämlich jetzt in der Tat, pass auf, die machen Schulen zu, Kindergärten zu, Kitas, keine Spezialgeschäfte mehr, dies und das, das wird alles zugemacht. Ja? Aber der Friseur, der hat offen. Der Friseur darf Haare schneiden. Ich dachte gestern Abend, die verarschen mich. Der Friseur darf offen haben. Warum darf der denn? Ich komme nicht drauf. Wenn ihr eine Lösung habt, sagt mir doch mal bitte Bescheid. Warum hat der Friseur auf? Wenn der IKEA zu hat, wenn das Diener Gartencenter zu hat, wenn das Bauhaus zu hat und weiß ja Kuckuck was, warum darf der Friseur aufmachen? Das ist einer von den Leuten, die das beschlossen haben, mit einem Friseur verwandt. Ich will jetzt nicht an den Herrn Spahn denken, weil man ja immer nur eins, man behauptet von Friseuren, die wären schwul. Ja, und habe ich mir dann zuerst gedacht, vielleicht liegt es am Herrn Spahn, weiß man nicht so genau. Schwamm drüber, ist wahrscheinlich falsch, aber ich verstehe nicht, warum ein Friseur aufhaben darf. Wisst ihr das? Also ich komme da nicht drauf. Nun, der Shutdown bedeutet, dass viele Geschäfte geschlossen sind, Sportstudios geschlossen sind und so weiter und so fort. Ich packe euch hier unten mal einen Link rein zu dem, wenn ich es finde, was nicht geöffnet sein darf. Am besten öffentliche, ich gucke, dass ich es finde. Nun, das Problem bei der Geschichte ist, dass damit ein großer Teil der Wirtschaft zum Erliegen kommt. Und der Coronavirus wird uns nachhaltig, nicht der Coronavirus, sondern die Reaktion darauf wird uns nachhaltig hier in unserem schönen Land noch viele, viele Jahre beschäftigen und finanziell zermürben. Ja? Denn alles das, was jetzt passiert. Das wird, also was hier alles zum Erliegen kommt, da werden Menschen nicht arbeiten. Wo nicht gearbeitet wird, wird kein Geld verdient. Wo kein Geld verdient wird, wird A, weniger ausgegeben oder B, gar nicht. Punkt Nummer zwei, es kommen keine Einnahmen ins Land. Es werden keine Steuern bezahlt. Und wenn nicht arbeiten geht, der muss keine Steuern bezahlen. Die Arbeitgeber müssen keine Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Der Staat sagt, wir helfen euch alle. Ja? Und das wird ganz viele finanzielle Einbußen für dieses Land haben. Ich habe aber auch, wenn man das aus dieser Sicht heraus sieht, ein absolutes Verständnis dafür, dass man sagt, wir müssen das so machen. Und dann komme ich wieder zurück zu dem Punkt, warum darf der Friseur Haare schneiden? Ist da weniger Ansteckungsgefahr? So viele Leute jetzt im Wald unterwegs. Hört ihr das? Kinder. An der Stelle habe ich noch nie Kinder gehört. Wahnsinn.
Wahrscheinlich gehen die jetzt raus und machen ein bisschen Party. Obwohl ich mich echt weit weg davon entfernt halte, wo Menschen überhaupt auch auftauchen. Des Weiteren wird halt Dow Jones, der DAX und dat und dat und dat, die haben ziemlich Federn gelassen. Viele deutsche Firmen haben ihre Arbeiten eingestellt. Und ich denke, das wird unsere Wirtschaft, unsere Existenz auf lange, lange Zeit wirklich kaputt machen. 2009 war dagegen ein Kinderspiel. Ja, viele kleinere Geschäfte, neue Existenzgründungen werden den Bach runtergehen, die werden bis in die Puppen Schulden haben. Na gut, jetzt haben wir aber die private Insolvenz, da kannst du in die private gehen und so weiter und so fort. Dennoch wird das nach wie vor die Gesellschaft beeinflussen und wahrscheinlich auch kaputt machen. Aber mich beschäftigt die Sache, warum hat der Friseur auf? Viele Freunde, die Messergeschäfte haben, die berichten mir von Umsatzeinbußen von mindestens 70%. Von teilweise bis zu 70%, Entschuldigung. Und die Kleinen, die das vielleicht nebenher machen, die vielleicht können die noch existieren, aber die, die sich daraus eine Existenz gegründet haben, die werden wahrscheinlich zumachen müssen. Arbeitslose. Vielleicht hat es 4 Empfänger, Stempeln und weiß der Kuckuck was. Ich war vorhin im Penny einkaufen und es war den ganzen Tag schon spürbar ruhiger geworden. Man kam wieder auf Parkplätze rauf. Ganz früh heute Morgen um 8 Uhr haben einige berichtet, es ist heute gar nichts los. Und ich habe überlegt, wir haben jetzt Mitte des Monats. Vielleicht werden die Leute jetzt ein bisschen knapp mit der Knete sein, weil die sich verausgabt haben mit den Einkäufen. Vielleicht haben sie aber auch genug. Nur als ich beim Penny reinkam, Klopapier war leer. Dosen waren leer. Und Nudeln waren leer. Passierte Tomaten waren so gut wie leer. Passierte Tomaten in Büchsen waren komplett leer. Die passierten Tomaten in Tetrapacks waren noch einigermaßen vorhanden. Und bio gestückelte Tomaten waren noch komplett da. Die waren den Leuten wohl mit 79 Cent zu teuer. Kartoffeln, Karotten, Bio-Karotten. Was ist denn hier los? Bio-Karotten waren komplett noch vorhanden. Zwiebeln waren noch da. Also alles, was man schälen muss, alles, was Arbeit macht, das war noch vorhanden. Und ich habe dann so gedacht, so ganz schön faul dein Volk. Also, kauft Kartoffeln, kauft Zwiebeln, kauft Karotten. Das macht ihr dann zusammen. Ich packe mir hier unten einen Link rein. Osteuropäischen Trucker-Eintopf. Eastern European Truckers Stew, habe ich mal gemacht. Im Dutch Oven, glaube ich. Und dann wisst ihr noch, wie es dann geht. Und dann könnt ihr euch das verschnabulieren für die Krise. Weil das ist das, was ihr im Augenblick kriegt. Und wenn ihr euch den Arsch abputzen könnt, ja, weil die Arschlöcher nämlich Klopapier gehortet haben. Dusche, Bidet, alles klar. Halt die Ohren steif, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen, wahrscheinlich mit dem Review zu dem Schnuckelchen hier. Aber ich habe noch einen anderen. Der kommt dann auch noch dran. Yes! Der Prepper und Survival Klappspan. Tschüss, Mariot. Schwenk du Hut. Tschüss, mal ab und schwenk die Kapp. Just like...
beim Bade des Teutates. Da habe ich auch glatt was vergessen. Das ist vielleicht nicht so ganz unwichtig, aber ich hörte davon, dass es dass Firmen sich darauf vorbereiten, die mit Lebensmitteln zu tun haben, Leuten, die kommissionieren, die überhaupt mit der ganzen Logistik zu tun haben, ob das Kraftfahrer sind oder was auch immer, dass wir Ausweise bekommen sollen. Also alle, die mit der Versorgung Deutschlands zusammenhängen. Weil es wohl, ich hörte davon, ich kann es nicht beschwören, dass es wohl eine Ausgangssperre geben wird. Da bin ich nicht so wirklich begeistert von. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ob ich es hoffen soll, ob das passiert, aber es könnte passieren. Und die ganze Finanzkrise, die jetzt kommen wird, die könnte vielleicht auch bedeuten. Nagelt mich nicht drauf fest, aber wenn das passiert, ich habe es euch in etwa vorausgesagt. Ich bin ja kein Nostradamus, dass vielleicht das Bargeld vorübergehend abgeschafft wird. Bargeld. Richtig. Euro, Pinke und was der Kuckuck was. Also, jetzt bin ich aber weg. Halt die Ohren steif. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen. Tschüss.